Hallo ihr Lieben. So, und jetzt geht's los in Anklam bei den Anklamer Peenerobben. Schwimmsachen sind gepackt. Ich gehe gleich rein und ich darf mein Seepferdchen nachholen. Ich weiß, ich bin 33 Jahre alt und ich habe das Seepferdchen damals mit 6 Jahren nicht bestanden. Wird also höchste Zeit, dass ich das nachhole und ich hoffe diesmal, dass ich die Urkunde in den Händen halten darf. Drückt mir die Daumen, es geht los. So, jetzt in der Umkleidekabine angekommen, habe ich natürlich die große Frage, was ziehe ich denn jetzt an für Bikini? Ich habe mal ein paar mitgebracht, ich werde da mal reinschlüpfen und dann mal schauen. Die ganze Zeit aber den Bauch einziehen. Egal, ich komme gleich wieder. So, ich habe mich entschieden, was wird denn jetzt sein? Sportlich? Da fällt nichts raus, obwohl bei meiner Größe kann ja nichts rausfallen. Jetzt geht's los mit dem Seepferdchen und ich bin bereit. Jawohl! So, meine liebe Alex, jetzt geht's los. Ich habe mich jetzt schon mal passend dazu angezogen für mein Seepferdchen. Seid ihr bereit? Ja! Ja, ich bin es auch. Ich habe mir mal kleine Hilfsmittel angezogen. Ja? Ich hoffe, das ist in Ordnung. Ist alles gut. Kleine Flügelchen, ja. Damit ich natürlich auch nicht untergehe. Noch, ja? Ja. Zur Prüfung darf ich nicht? Nein. Nein? Da muss es ab. Ah, okay. Alles. Darf ich wenigstens die Kappe auflassen? Die darf bleiben, ja. Frauen und Haare, ne? Ja. Das ist ja immer so ein Problem. So, liebe Alex, was machen wir denn heute? Wir fangen erstmal an, uns warm zu machen. Mhm. Und dann würde ich sagen, schon mal los. Oh ja, okay, gut. Warm machen, das kriege ich hin. Ja, dann alle an Decke ran. Wasser geschluckt, aber sonst ist nicht schlimm. So, Großschwimmlänge funktioniert. Aber jetzt mache ich was ganz Verrücktes. Ich werde mich von der Brust auf den Rücken drehen. Wahnsinn, oder? Zack, so schnell und los geht's. Das habe ich auch noch nie gesehen. Wenn ich jetzt so kläglich versagt habe, zum Glück ist das Seepferdchen, also das Tauchen mit Stange. Und das mache ich jetzt. Also das müsst du doch jetzt hinhauen. Bombastisch tief. Ach, was sag ich? 20 Meter tief. Das war wirklich die Hölle, diesen Reifen nach oben zu gehen. So, lieber Andrea, jetzt auch offiziell das Seepferdchen. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Die Urkunde. Ja, super. Und das Abzeichen. Und bitte irgendwo annähen, wo wir es denn auch immer sehen. Ich habe das Seepferdchen. Super, das nähe ich mir gleich an mein Bikini an. Meinen Eltern, meinen Verwandten, euch wollte ich Danke sagen. Es ist für mich heute ein ganz, ganz großer Tag, weil ich endlich mein Seepferdchen habe. Ich gehöre jetzt zu euch. Das ist ganz toll. Und ich muss auch noch mal umarmen. Dankeschön. Du warst eine super Trainerin. Ach, herrlich. Ostseewelle Hitradio Mecklenburg-Vorpommern.